Nochmal für Sie in der Zusammenfassung: Bahn 4, Rebecca Haase, Bahn 5, Alexandra Burkhardt und auch Bahn 3 mit Tiffany Eitner. Jetzt gilt's. Wer holt sich den Titel Deutsche Hallenmeisterin 2024? Alexandra Burkhardt wirft sich als erstes ins Ziel. Das war ein ganz, ganz enges Rennen zwischen ihr und Rebecca Haase, die da auch noch ganz vorne mit dabei war. Aber ich glaube, es war Alexandra Burkhardt, die das beste Finish da für sich hatte. Aber wir schauen noch mal drauf. Burkhardt, Haase, Eitner gut aus den Blöcken gekommen. Tiffany Eitner noch mit dem besten Start tatsächlich. Und dann ist es jetzt auf den letzten Metern Rebecca Haase, die sich da auch noch von vorbeischiebt. Aber mit dem großen Schritt Alexandra Burkhardt. Oh, das ist ganz, 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 ganz schwer zu sehen. Alexandra Burkhardt auch aus unserer Perspektive verdeckt sie Rebecca Haase ein bisschen. Aber die Glückwünsche gehen raus an Rebecca Haase. Zeitgleich vor Alexandra Burkhardt. Also auch da musste das Zielfoto wieder bedient werden. Und wie schön diese Bilder, Rebecca Haase. Wir schauen noch mal drauf auf dieses packende Duell Haase gegen Burkhardt, das erst in den letzten Zentimetern dann entschieden wurde. Beide mit einem sehr, sehr schönen runden Lauf. Und ja, da sehen Sie es. Um einen Hauch Rebecca Haase vor Alexandra Burkhardt im Ziel. Also die beiden Staffelkolleginnen hier